liebe im Fußball ist der VfL Bochum und deswegen habe ich mir heute vorgenommen, heute machen wir Pommes blau-weiß mit dem blauen Gold von Maikraut mit Frikadellen. Und dazu brauchen wir Mayo, Frikasenne, Frittensalz und gehacktes halb und halb, 600 Gramm. Dazu noch Zwiebeln, ein Ei und passend die Pommes. Und unsere Frikadellen pressen wir direkt auf die Platte mit der geilen Burgerpresse von Die Grillshow. Die Zwiebel habe ich jetzt geachtet und packe die in Quickchef, weil ich heute zu faul bin, die zu schneiden. Wir haben 600 Gramm gehacktes halb und halb. Auf 1 Kilo sagen wir mal 30 bis 40 Gramm. Also ausgerechnet habe ich wieder 20 Gramm pro 600 Gramm. Unserem Gehackten fügen wir jetzt die Zwiebeln und die Frikasenne hinzu. So, nachdem wir das Ganze jetzt schön durchgemengt haben, kommt noch ein Ei hinzu. Die Pommes einfach nach Herstellerangaben zubereiten und wir gehen jetzt zur Mayo. Jetzt einfach etwas Mayo in die Schüssel und dann geben wir unser blaues Gold dazu. Wie ihr wisst, bin ich ja unter die Gasgriller gegangen mit meinem Scotty Grill und da brauche ich natürlich auch das passende Gas. Und die Freunde von Sauerland Garden Living in Elsen, Bowling 3, das ist da, wo früher der Praktika war, haben mir mal vorgeschlagen, wir sollen mal die 8 Kilo Propangasflasche extra für Barbecue ausprobieren, denn die hat ja auch die passende Größe. Ich hatte sonst immer die kleine, da war ich eigentlich auch erst recht zufrieden mit, aber diese ist natürlich ideal für jeden Grill. Ein bisschen mehr drin, besser zu transportieren. Schutzkappe fällt weg und man kann die einfach gut benutzen. Natürlich gibt es auch bei Sauerland alle anderen Größen, die man so braucht. Und ich werde das jetzt am Scotty gleich mal ausprobieren. Brät habe ich schöne kleine Kügelchen geformt und die smashe ich gleich mit der Burgerpresse auf die Platte. So, unsere Platte ist hier schon ein bisschen vorgeheizt. Ich habe hier so einen kleinen Mitschnipsel drauf gemacht, damit man sieht, wann sie heiß genug ist. Weil wir ja jetzt mit der Burgerpresse direkt auf die Platte pressen. Und wir eine schöne Kruste haben wollen, machen wir natürlich unten drunter erstmal ein bisschen Salz. Und dann kommen da gleich die Patties drauf. So, und dann nehmen wir unser Bällchen, packen es da oben drüber, Presse. Und dann wird live vor Ort schön fest gepresst. Nehmen wir runter und wunderbar haben wir da das erste Patty. Um ein bisschen Energie zu sparen, lege ich dann immer so eine Gastroschale oben drauf. Dann kriegen die Patties auch von oben noch ein bisschen mehr Hitze und hat sich auch sehr praktisch erwiesen. Ja, und jetzt wird die Frikadelle natürlich einmal umgedreht. Hier kommt so ein richtig schöner Duft von der Frikasenne hoch. Wunderbar, hier sieht man auch noch den grünen Teil in der Frikasenne. Und schon geht's rund. Buletten des Glücks, hier sind sie gepresst. Mit der Grillshow-Presse direkt auf die Platte. Die Platte übrigens gesponsert von UB Barbecue. Prost immer auf Instagram. Herrliche Frikadellen. Was ein Duft. Fast wie am Ruhrstadion. Die Pommes aus dem Backofen geholt mit Frittensalz von Maikraut schön würzen und ordentlich durchmengen. Das Ganze schön herrichten und schon haben wir eine schöne VfL Pommes blau-weiß mit Stadionfrikadelle. Wenn euch das Video gefallen hat, folgt mir doch auf meinen Kanälen, zum Beispiel Pinterest, TikTok, Facebook, YouTube und natürlich hier auf Instagram.